Das dunkle Geheimnis der Leopoldina. Die Leopoldina, Nationale Akademie der Wissenschaften, 1652 gegründet, seit 1878 mit Sitz in Halle an der Saale, gilt offiziell als älteste Gelehrtengesellschaft im deutschsprachigen Raum und als älteste dauerhaft existierende naturforschende Akademie der Welt. Mit ihren rund 1600 Mitgliedern gilt die Leopoldina als die mitgliederstärkste Akademie in Deutschland. Die Mitgliedsaufnahme geschieht in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Dabei können Anwärter durch bereits bestehende Mitglieder vorgeschlagen werden. Mitglieder sind beispielsweise Dr. Drosten, Dr. Lothar Wieler und der Gatte von Angela Merkel, Joachim Sauer. Die Leopoldina wurde 2008 aufgrund des Beschlusses der Wissenschaftskonferenz des Bundes und der Länder zur Nationalen Akademie der Wissenschaften ernannt. Seitdem steht die Leopoldina unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Aktuell Frank-Walter Steinmeier. Finanziert wird diese Einrichtung heute zu 80% durch den Bund und 20% durch das Land Sachsen-Anhalt. Die Politikberatung ist ein Schwerpunkt der Arbeit der Leopoldina gemeinsam mit anderen sogenannten Wissenschaftsakademien. Diese gemeinsame Arbeit wird unter Federführung der Leopoldina gesteuert. Die Leopoldina führt dazu internationalen Austausch zu verschiedenen Themen. Dies geschieht unter anderem durch Symposien oder Stellungnahmen in der wissenschaftlichen Beratung der G7 und G20-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. Dafür arbeitet die Leopoldina in internationalen Dachorganisationen mit, wie zum Beispiel der Akademie des Science in Paris, die Chinesische Akademie der Wissenschaften oder die National Academy of Sciences der USA. China, USA, da war doch was. Auch interessantes Geschichtliches hat die Leopoldina zu bieten. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 setzte die Akademieleitung unter Emil Abderhalden das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums um, als keine jüdischen Mitglieder mehr aufgenommen wurden. Die Streichung der meisten jüdischen Mitglieder erfolgte am 30. November 1938. In einem Brief 1938, der in einem Präsidiumsbeschluss fast wörtlich protokolliert wurde, schrieb Abderhalden an Gauleiter und Minister, dass unserer Akademie nur Persönlichkeiten angehören, die keine Juden sind. Die Leopoldina war zwar nicht direkt involviert in die sogenannte nationalsozialistische Rassenhygiene, aber deren wichtigste Vertreter wurden, wie auch in anderen Akademien, zu Mitgliedern gewählt, weil sie die damalige Politik und Anthropologie vertraten. 1939 veröffentlichte Emil Abderhalden einen Beitrag zur Rasse und Vererbung vom Standpunkt der Feinstruktur von Blut- und zelleigenen Eiweißstoffen aus betrachtet, indem er unter anderem behauptete, dass die Proteine des Gewebes und Blutes Rassenmerkmale enthielten. Obwohl in der Abhandlung nichts über Menschenrassen ausgesagt ist, wurde sie später mit der NS-Rassenforschung in Verbindung gebracht. Die Leopoldina blieb auch nach 1945 eine ihrer Aussage nach gesamtdeutsche, von der DDR unabhängige Einrichtung. Zwei Drittel der Mitglieder des Senats und jeweils einer der Vizepräsidenten kamen aus dem Westen, was den DDR-Regierungen ein Dorn im Auge war. Offiziell gültige Statuten hatte die Leopoldina während der gesamten DDR-Zeit nicht. Vom Senat Ende der 60er Jahre beschlossene Neufassungen blieben ministeriell unbestätigt und wurden nur akademieintern angewandt, da keine Einigung mit dem zuständigen Ministerium erzielt werden konnte. 1990 wurde die Leopoldina als kompetenter Partner für die Neuformierung des ostdeutschen Wissenschaftssystems in einer gesamtdeutschen Lehr- und Forschungslandschaft anerkannt. Seit 1991 hat die Leopoldina den privatrechtlichen Status eines eingetragenen Vereins. Mit dem Wegfall der deutsch-deutschen Grenze entstanden ihr neue Wirkungsfelder, international und interdisziplinär. 2009 erwarb die Leopoldina das ehemalige Logenhaus zu den drei Degen, also einen historischen Freimaurersitz, der über 100 Jahre als Logenhaus diente und jetzt als Hauptsitz der Akademie genutzt wird. Seit 2009 ist die Leopoldina auch mit einem Hauptstadtbüro in Berlin vertreten. Die Akademie gibt Stellungnahmen zu verschiedenen Themen heraus. Besonders medienwirksam waren die Stellungnahmen zur nationalen Klimapolitik 2019, speziell zur Einführung einer CO2-Steuer. Die Leopoldina veröffentlichte mehrere Stellungnahmen und weitere Publikationen zum Coronavirus. Im April 2020 legte die Leopoldina eine Stellungnahme
zu den Maßnahmen hinsichtlich Corona vor, die laut Angela Merkel, also der Frau des Leopoldina-Mitglieds von Joachim Sauer, eine wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Gestaltung weiterer Maßnahmen gegen die Covid-19-Verbreitung in Deutschland bilden solle. Dazu hieß es in der Zeit, dass diese Stellungnahme der Leopoldina von manchen Fachleuten regelrecht zerlegt worden sei. Es seien zu viele Phrasen, die Vorschläge wirklichkeitsfremd sind, enthalten. Die Stellungnahmen der Leopoldina als Politikberater während der Corona-Krise seien weder wissenschaftlich noch demokratisch zu legitimieren. Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne in der Schweiz, sagte beispielsweise: Das kann nicht sein, dass sie eine wissenschaftliche Akademie oder eine Organisation eine Handlungsempfehlung quasi auf Bestellung zu bestimmten Zeitpunkten für bestimmte politische Zwecke liefert. In einer Situation wissenschaftlicher Kontroverse wie der Corona-Pandemie sollte die Leopoldina ihre Autorität nicht dazu verwenden, einseitige Stellungnahmen zu verfassen. Zitat Ende. Auch hatten Lehrkräfte den Vorwurf erhoben, dass eine alltagsnahe Einschätzung fehle. Zudem zogen Kritiker das Urteilsvermögen der Leopoldina in Gesundheitsfragen in Zweifel. Und es wurde daran erinnert, dass die Leopoldina und ihre marktradikale Strategie in der Corona-Krise, unter anderem Steuersenkungen für Superreiche und Großkonzerne, noch im Jahr 2016 gefordert hatte, rund 1300 Krankenhäuser in Deutschland zu schließen. Bei der Leopoldina kann man also den Eindruck gewinnen, dass sie hauptsächlich Gefälligkeitsgutachten verfasst. Damit nähert sie sich in ihrer Arbeitsweise und Wissenschaftlichkeit bedenklich der mittelalterlichen Scholastik, aus deren Zeit die Geschichte mit Galileo Galilei bekannt ist.